Ja, wir starten zu einem neuen Kapitel zur Frage, wozu brauche ich überhaupt diese Informationen? Warum muss ich wissen, wie ein See entstanden ist? Welche Genese hat dieser See durchlebt? Aber zum einen brauche ich diese Information, um etwas zur Morphologie sagen zu können. Dann macht es natürlich einen Unterschied, ist der See so wie ein sehr tiefes Scharnitzel, wie so eine Cornetto-Tüte, oder ist es einfach sehr flach, wie so eine Badewanne? Das heißt, es hat Implikationen dann auf den Wärmehaushalt und dann natürlich auch auf den Stoffhaushalt, was sich dann wieder auf die Organismen auswirkt. Also es ist schon sinnvoll, diese Information zu wissen. Und speziell bei den Maren weiß man eben, sie haben diese kreisrunde Oberfläche, aber sie haben oft durch diese Explosionen, durch die Genese von den Vulkanexplosionen eine sehr große Tiefe. Und wenn man sich das anschaut, man hat vielleicht, wenn man das vergleicht mit einem Cornetto, dann mischt dieser Wasserinhalt natürlich viel schwerer, als wenn ich so eine flache Pfütze hätte, was eigentlich sehr logisch ist. Hier zum Vergleich noch sehen über 1000 Quadratkilometer Oberfläche und es sind zum Teil auch sehr bekannte Seen wie der Lake Superior oder der Viktoriasee, der Aralsee, der jedoch zum Teil momentan verlandet. Oder Sie sehen hier großteils die Seen in Nordamerika. In Europa sind die Seen vergleichsweise kleiner. Hier noch als Grafik Größenvergleiche und als Referenz hat man hier das Schwarze Meer hergenommen. Und wenn Sie hier schauen, in der Mitte drin der Gardasee, wie winzig kleiner ist im Vergleich wie zum Beispiel dem Tanganyikasee oder dem Tschadsee. Hier noch Luftaufnahmen davon, der Aralsee, welcher wie gesagt zum Teil jetzt verlandet. Nur die Frage, wie viele Seen gibt es? Das ist natürlich ein sehr dynamischer Prozess. Viele Seen bilden sich neu, speziell durch den Gletscherrückzug, wie im ersten Kapitel erwähnt, beziehungsweise werden kleiner oder verschwinden ganz durch diese Sedimentationsprozesse oder auch Verlandung. Aber Sie sehen am unteren Teil der Grafik, dass der Großteil doch durch Gletscher entstanden ist. Wir haben zum Großteil diese glazialen Seen. Jetzt mal abgesehen von diesen sehr vielen jungen Seen, die durch den Rückzug jetzt entstehen. Aber die sehr großen Seen, wenn Sie sich das anschauen mit der Seeflächenklasse in der unteren Grafik, sind großteils durch tektonische Aktivität entstanden. Die Verteilung von den Seen, wenn Sie sich das anschauen auf der Weltkarte, dann findet man die größten tatsächlich in Südamerika, Nordamerika, auch in Afrika, zum Teil auch in Europa, in den Küstengebieten bzw. in Südostasien. Was aber immer mehr an Bedeutung gewinnt, sind künstliche Wasserflächen. Vor vielen Jahren bereits aufgekommen in Amerika zum Bewässern von Feldern, von großen Weide- und Anbauflächen. Bei uns in den Alpen sind diese künstlichen Wasserflächen inzwischen im Anstieg begriffen, speziell durch den Neubau von Beschneiungsdeichen, ohne die Winterwirtschaft gar nicht mehr auskommen könnte. Und hier sehen Sie zum Beispiel auch diese Flächen verglichen mit also diese Weideflächen oder Bebauungsflächen im Zusammenhang mit dem Niederschlag. Und hier sieht man natürlich auch, dass die Fläche mit dem Niederschlag zunehmen muss, was eigentlich eine logische Konsequenz ist. Aber wenn man sich das ansieht, was jetzt von der Erdoberfläche wirklich mit Süßwasser bedeckt ist, ist es eine extrem kleine Fläche. Das heißt, etwas über 3% der Erdoberfläche sind mit Süßwasser bedeckt. Wobei der Großteil natürliche Seen sind, künstliche Seen sind an zweiter Stelle gereiht und diese Bewässerungsbecken, diese Zahl wird vermutlich nicht mehr aktuell sein, weil es jedes Jahr im Anstieg begriffen ist.
die Anzahl und Gesamtoberfläche der See, nochmal von der Entstehungsgeschichte, wenn Sie sich anschauen, der Großteil von den glazial entstandenen Seen und vulkanisch entstandene ist natürlich im Hintertreffen, das sind sehr singuläre Ereignisse. Und was man auch sieht von den tektonisch entstandenen, ist die Fläche aber jedoch um sehr viel größer, wie man an der Grafik vorhin gesehen hat. Zur Morphologie von den Seen, weil wir gesprochen haben davon, wie sieht ein See jetzt auch in der Tiefe aus, also was man jetzt nicht sieht. Sichtbar machen kann man es durch diese sogenannten bathymetrischen Karten. Es sind nichts anderes wie Höhenkarten, Geländekarten, die man jedoch praktisch nach unten hin liest. Hier am Beispiel des Gossenkröllesee, den ich anfangs erwähnt habe, als Haussee oder als klassischer Hochgebirgsee bei uns in den Tiroler Alpen. Und man zeichnet diese bathymetrischen Karten im Prinzip als Höhenlinien oder als Tiefenlinien. Als Beispiel hier das zweite oder die zweite Grafik oben rechts. Wenn diese Linien so gleichmäßig verlaufen, dann ist es praktisch ein gleichmäßig nach unten abfallendes Becken. Und hier am Beispiel des Gossenkröllesees sieht man, dass die tiefste Stelle tatsächlich mehr oder weniger im tiefsten Bereich liegt. Sie sehen auch hier die Station eingezeichnet. Und dieser See hat eine maximale Tiefe von 10 Metern. Man bezeichnet das dann als hypsografische Kurven, die man auftragen kann, auch gegen das Seevolumen. Das heißt, man schaut natürlich, welches Volumen finden wir schichtweise bis zur tiefsten Stelle und können das dann auf die Oberfläche auftragen. Man kann damit diese speziellen Tiefenstufen zeichnen, wie hier am Beispiel des Bibburger Sees, beziehungsweise kann man dann auf verschiedene morphologische Parameter zurückgreifen. Und das will ich in einem weiteren Kapitel dann erklären, weil jetzt kommen einige Formeln, die zu erklären sind.